Heyho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Beim letzten Mal habe ich diejenige verfolgt und gefunden, die die Krone gestohlen hat. Habe herausgefunden, dass sich noch jemand ja daran beteiligt hat, es waren ja zwei. Und dass der sich jetzt irgendwohin abgesetzt hat. Offensichtlich irgendwohin, wo ich ihn jetzt hin verfolgen soll, damit ich seinen Anteil auch noch wieder kriege. Also offensichtlich habe ich die Krone noch nicht gefunden. Habe ich zumindest so auf der, oder? Zu Feldfabel Nox zurückkehren, ja genau. Um dem jetzt natürlich zu berichten, was sich da unten zugetan hat. Und um neue Instruktionen zu kriegen. Ach so, ich kann bei dem hier übrigens die Quest, glaube ich, abgeben, oder? 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 Oh nee, nicht schon wieder. Seid gegrüßt. Auf Wiedersehen. Gut, offensichtlich nicht. Die Quest aktualisiert sich wohl einfach so von selbst, wenn ich jetzt in neue Gebiete komme, muss ich halt einfach automatisch nach diesen komischen Kugeln suchen. Hallo. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Suche nach Honor abgeschlossen. Gothburn ging also nach Black Lake. Black Lake, das genau. Erklärt einiges. Gothburn im Black Lake Viertel? Das bedeutet Ärger. Das ist das reinste Drecksviertel und nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Nasher haben sich offen gegen Lord Neverember gestellt und greifen jeden an, der sich ihrem Anführer Karsorf gegenüber nicht zur Loyalität verpflichten will. Wenn sich Gothburn noch immer im Black Lake Viertel aufhält, sollte Gefreiter Hothidon Falvern davon wissen. Sprecht euch am besten mal mit ihm ab. Alles klar. Ja, hier kriegt man zum Glück gesagt, wenn man die Sachen aussprechen muss. Gut, dann werde ich auf jeden Fall demjenigen mal Bescheid geben. Anfang sind die Quests leider noch sehr, laufe dahin, berichte diesem und man ist im Prinzip noch ein bisschen der Botenjunge, beziehungsweise das Mädchen für alles. Und muss halt zusehen, dass man irgendwann im Laufe dieses Spiels dann entweder interessantere Quests findet oder irgendwas. Was willst du denn? Er gräbt irgendeinen Schatz aus. Der sieht stylisch aus. Ich hoffe zum... Also, wie gerade erwähnt, ich hoffe, die Quests werden entweder spannender oder ich finde irgendeine spannendere Aktivität, der ich hier nachgehen kann, als immer von einem Punkt zum nächsten zu rennen. Tor des schlafenden Drachen? Moment mal. Ach, nicht eh, Mann. Ach, ins Black Lake Viertel muss ich. Okay. Also wie es aussieht, ich muss mir das mal ganz kurz hier genauer anschauen. Sorry. Das hier sind offensichtlich so diese... Nein, sind es nicht. Das ist hier diese Schwertküste, genau. Ich gehe mal davon aus, dass ich einige dieser Orte, wenn nicht sogar alle Orte, noch bereisen werde. Jetzt muss ich natürlich erstmal zum Black Lake Viertel. Freiter Hothidon. Okay, jetzt bin ich wieder in einem neuen Gebiet, habe hier offensichtlich... Ich erinnere mich noch an Black Lake, als es ein guter Ort zum Leben war. Ja, okay. Offensichtlich bin ich jetzt hier in einem neuen Gebiet mit neuen Quests gelandet. Black Lake führt auf das Wiedereingliederung betreut, Lord Neverember seine Aufmerksamkeit auf Black Lake gerichtet. J. Nee, nicht aufgeben, um Gottes Willen. Ich muss mit dir quatschen. Hallo, Freund. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Gestatten, Hothidon Falwan, Gefreiter der Stadt Neverwinter, Soldat des Feldwebel Nox, Ergründer der tiefsten Geheimnisse und Jäger der dunklen Gestalten. Ich wusste nicht, dass ihr kommen würdet, aber ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Nach meinen Informationen hat euch Feldwebel Nox auf die Spur von Gothwin Cooper gebracht. Ich habe Neuigkeiten zu seinem Verbleib, aber ich befürchte, sie bedeuten nichts Gutes. Das hört sich böse an. Ich glaube, das ist der, dem wir ganz am Anfang die Pfeile gebracht haben. Kann das sein? Verdächtigen identifizieren.
Unsere heißeste Spur zu Karsof und der Krone ist ein Beutelschneider namens Gothwin Cooper, der an dem Diebstahl beteiligt war. Ich habe einige seiner notorischen Verstecke auf eurer Karte markiert. Schaut euch diese Orte näher an und haltet die Augen nach Hinweisen über seinen Verbleib offen. Alles klar. Gut, dann ist es diesmal nicht renne von da nach da, sondern renne von da nach da und da und da und da und da. Sehr schön, machen wir doch. Wer bist du? Lehrling Gefechtsmeister. Geheimnisvolle Reisende. Oh, kann ich mit der quatschen? Nein, kann ich offensichtlich nicht. Schade. Elmira hat noch Quests. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ehrlicher Arbeit unseren Lebensunterhalt bestreiten? Das ist eine gute Frage. Jagd auf die Armen. Die Nasher sind selbsternannte Rebellen, aber in Wahrheit nur eine Bande von Strauchdieben. Sie rauben die Armen aus, um den Tyrannen zu stürzen, füllen sich aber vor allem die eigenen Taschen. Schwere Zeiten, aber noch bin ich nicht mittellos und werde euch gut entlohnen, wenn ihr das Diebesgut zurückholen könnt. Mhm, gerne, gerne. Ich würde mal sagen, die Nasher sind sowas wie selbsternannte Robin Hoods, die aber irgendwie ihren Job so ein bisschen falsch machen. Die Nasher greifen alles an, was ihnen über den Weg läuft. Jo, das merke ich. Hier blubbert irgendwas. Hier kann ich was einsammeln. Hallo. Diebesgut. Ach so, verstehe. Das liegt hier einfach irgendwo rum? Euer Ernst? Ich dachte jetzt, ich müsste irgendwie in die Lager von denen eindringen und das irgendwie mit Gewalt da rausholen. Dabei liegt das hier einfach irgendwo rum. Das hätte sie jetzt aber auch selber machen können, würde ich sagen. Oh. Ist das ein Feind, der aber einfach an mir vorbeigerannt ist? Cool. Ja, das ist gut. Warum nicht? Hier rennen überall welche von diesen... Okay, aber... Lore River von Mythrenor. Ach, steht das bei mir auch drunter, von wo ich komme? Freund von Neverwinter. Okay. Hier ist... Oh, kann ich den looten? Interaktion. Hinweis gefunden. Hey, nice. Was auch immer das für ein Hinweis ist, ich weiß nicht genau, wo ich das nachgucken kann. Ach so, ich muss ja hier diese Dinger abgrasen hier, ne? Oder? Diese Verstecke. Sie haben ein neues Lager entdeckt, der Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Noch ein Hinweis. Pazuzu. Okay. Mal schauen, ob ich hier noch irgendwo dieses Diebes... Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Außer Sicht. Arcana Bearing, Manu. Da ist aber noch was, was ich tun kann. Hallo. Boah, ihr haltet ja richtig was aus, ihr Scheißviecher. Hui. Ach nee, das konnte ich ja nicht, aber hier hinten, das brauche ich dieses Naturpaket, für das ich ja habe. Wofür auch immer ich das brauche. Gewöhnliche Blume. Irgendwo höre ich die ganze Zeit irgendwelche Fliegen im Hintergrund. Das ist voll creepy. Mhm. Ah, hier ist noch ein Lager. Alchemist Hazel. Wenn ihr Zeit habt, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Das fände ich toll. Probeschlamm. Ich konnte retten, was ging, aber ich brauche neue Proben der verschiedenen Schwarzseeschlammarten. Eigentlich kein Problem, würde es in der Gegend nicht so vor Rebellen wimmeln. Ich würde euch auch dafür bezahlen, dass ihr mir die Proben bringt. Ja, natürlich, natürlich. Wenn schon, denn schon. Ich nehme alles gerne an, mit dem ich die Möglichkeit habe, schneller aufzusteigen. Und du bist bestimmt ein Händler, bei dem ich meinen Shit verkaufen kann, richtig? Hups. Hilfe, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Okay, was ist das? Beschädigter Kanalisationsschlüssel, den brauche ich noch. Gebundenes kleines Erste-Hilfe-Paket. Tragbarer Altar. Erlaubt Spielern in der Nähe, ihre Götter anzurufen, entfernt Wiederbelebungsintoleranz von Spielern in der Nähe, die sich nicht im Kampf befinden. Was auch immer.
Gothwin, da wir es nun haben, wird die Revolution beginnen. Es tut mir leid, aber ich habe nicht die Zeit, euch zu beschützen. Cool. Grausames Amulett. Okay, die Blumen können weg. Was ist das hier? Sack mit gestohlenen Gütern? Ist ein Questgedöns? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich glaube, den Rest... Der Rest ist, glaube ich, wichtig. Oh, ho, 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 Schreck. Dagus Bollocks. Soll ich hier weitergehen oder gehe ich jetzt erstmal hier? Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch und gucke mal, ob ich noch irgendwas finde, vergessen habe, was auch immer. Was ist das denn da? Ach, da ist noch so ein... Sorry, ich war gerade sehr leise. Einfach weil ich irgendwie eine Bogenschützin. Ja, ich war etwas ab. Oh, Sack. Säckle nehme ich mit. Ich habe irgendwie immer, wenn die Leute so still dastehen, habe ich immer das Gefühl, die wollen mit mir kommunizieren. Aber offensichtlich wollen sie das nicht. Ah, sie ist unsichtbar. Ach, Schurken können das bestimmt, ne? Das ist das Übliche. Habe ich jetzt eigentlich. Zu Elmira zurückkehren. So hat das Schlammproben brauche ich noch. Die werde ich mir dann jetzt auch noch holen. Da vorne. Zum Bleistift. Hallo? Bäh. Ist ja ekelisch. Oh Gott, der sieht groß aus. Aua. Stirb, stirb. Aua, das tut doch weh. Stirb. Ausgewichen, yay. Thank you for your help. Und so. Hey, die klaut mir mein Zeug. Oder? Geht das? Ich weiß es gar nicht. Ach, die braucht auch diese komischen Schlammproben. Oh nein. Um eine tägliche Kraft zu erwerben oder erneut zuzuweisen. Okay. Ja, jetzt ist natürlich wieder eins hiervon verfügbar. Ich könnte jetzt auf R noch eins packen. Wahrscheinlich den behinderten Schuss. Aber ich warte damit mal noch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die Folge ist, beziehungsweise wann ich angefangen habe. Scheiße. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, Religionsgedöns, ja, schon klar. 35? Glaube ich nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich muss gleich erstmal nachgucken, wie... Oh. Ah, oh, oh. Schau mal einen an hier. Guck, guck. Die Ruinen. Jetzt habe ich wieder eine von diesen Kugeln entdeckt. Und jetzt muss ich natürlich auch die anderen noch finden. So, jetzt gehe ich erstmal zu ihr zurück und gebe ihr ihren Schlamm. Sahn dafür ordentlich Punkte ab. Hervorragend! Mit diesen Proben kann ich endlich bestimmen, ob der Schlamm tierischer, pflanzlicher, mineralischer oder untoter Natur ist.
Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für meine Forschungen. Es gibt Gegenmittel, die auf Untotenschlamm katastrophalste Wirkungen haben können. Glaubt mir. Gut zu wissen. Freut mich, dass ich euch helfen konnte. So, ich würde sagen, ich gebe dann die anderen Quests noch schnell ab und weiß aber immer noch nicht, ob ich den Part dann beenden sollte. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wie lange der Part jetzt schon geht. Und wenn ich überziehe, ist es mir eigentlich in diesem Spiel mittlerweile auch ziemlich egal. Sie haben Post. Ich habe Post. Ich habe offensichtlich keine Post. Was zum Henker redest du für ein Mist? Elmira. Nein, nicht. Wie sollen wir in dieser Stadt mit ehrlich... Oh, möge Ilmeta euer Herz segnen. Danke, danke. Diese wenigen Waren werden euch sicher nicht sehr wertvoll erscheinen, aber für die Armen des Viertels können sie den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. Wenigstens für eine Weile. Bäm, Stufe 8. Ich kann nicht mehr für eure Sicherheit garantieren. Ich bin einfach mal in ein paar zwei Level aufgestiegen. Geil. So. Die schriftliche Nachricht, die Leichen, der Schlüssel zu den Abwasserkanälen. Das alles lässt nur einen Schluss zu. Gothwyn Cooper wurde von den berüchtigten Todesratten entführt. Aha. Bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Black Lake ist dieser Tage nur noch die Heimat der Verzweifelten und Verstoßenen. Die Todesratten? Anscheinend wollen nicht nur wir von Gothwyn erfahren, wo sich Karsof und die Krone befinden. Die Todesratten, eine Bande widerlicher Wehrratten, haben ihn entführt, um die Information unter Folter aus ihm herauszupressen. Die Nasher haben Gothwyn seinem Schicksal überlassen. Gelingt es uns, ihn zu retten, erhalten wir vielleicht im Gegenzug die Informationen, die wir brauchen. Der Hort der Todesratten ist hier in den Abwasserkanälen. Ich werde einen uns bekannten Eingang auf eurer Karte verzeichnen. Aber nehmt euch in Acht. Gothwyn wird ohne Zweifel tief in ihrem Hort gefangen gehalten. Tja, aber ich muss an ihn ran und deshalb werden sich diese Todesratten warm anziehen müssen. Ja, ich wollte gerne noch hier diese Dingsbums verteilen. Gedöns. Ach nee, hier, Kräfte. Ja, ich habe ja jetzt mittlerweile wieder... Alles an, was ihnen über den Weg läuft. Danke. Ich habe ja jetzt mittlerweile wieder... ja. Zwei verfügbare Dings, Bumme, Dinger, die ich hier, ne, und so. Feuerregenschaden, also Nahkampf, Schwertregen, 50% Schaden durch Bluten. Klingt schon cool. Das Problem ist nur, dass ich die halt damit auch treffen muss, ne. Ich werde auf jeden Fall das hier erstmal aufwerten, weil wichtig. Schauen wir, was uns die Welt heute zu bieten hat. Einen hab ich noch. Black Lake Viertel, deckt euch bloß mit Heiltränken ein. Immer. Aspekt des Falken, was genau bringt denn das überhaupt? Ach ja, das ist dieses Reichweiten-Dings. Schaden plus 10%. Mhm. Würde ich sagen, machen wir doch mal. Weil immer sehr gut für Bossgegner. Was hat das denn hier mit Talenten zu tun? So, Talent. Kann ich hier auch irgendwas machen? Offensichtlich nicht. Kampf. Ja. Offensichtlich kann ich hier nichts tun. Ich wollte gerne gucken, ob ich... Nein, immer noch nicht. Eingang. Ich habe Post. Ich habe keine Post. Gibt es irgendwo einen Briefkasten, den ich mal checken kann? Irgendwo. Was ist das denn hier? Kann man Abwasserkanäle runter. Hier muss es doch irgendwo einen Briefkasten geben, Jungs. Ich erinnere mich noch an Black Lake, als es ein guter Ort zum Leben war. Hm. Ja, okay, offensichtlich gibt es hier keinen Briefkasten und ich kann nicht nachgucken, wo ich wann, wie meine Dinger da abholen kann. Jedenfalls, okay, ich beende auf jeden Fall an dieser Stelle mal den Part, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mittlerweile schon am Ende bin oder wahrscheinlich sogar überzogen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie erwähnt, zwei Level in einem Video. Sehr, sehr cool.
Mal schauen, ob ich jetzt noch weiter aufnehme oder erstmal was esse. Ich glaube, ich werde einfach erstmal was essen gehen. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Wichtige Links, so wie immer und so. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.